Ja, moin, ihr geilen Schnitten. Und damit willkommen zu einem neuen Video. Diesmal ein bisschen anders, weil ich einfach gar keine Aufnahmen mehr habe. Deshalb werdet ihr in diesem Video ein paar mehr Live-Parts sehen. Könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr das findet. Ob ich sowas vielleicht mit Live-Parts öfters machen soll. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß nach dem Intro. Was geht's, Lordemge hier? Bevor das Video startet, möchte ich euch nur sagen, dass ich fast täglich auf Twitch streame. Lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Ja, und dann starten wir mal direkt rein. Einmal hier mit einem Shop, den ich wieder erstellt habe. Da haben wir ein paar rote Haarbänder drin, ein paar schimmernde Perlen, Durchbruchsteine plus 4, Fennbogen, Seelensteine, Sevis. Die ganzen Sachen, die man so droppt, wenn man die im Wald farmt. Ganz angenehm auf jeden Fall. Die Sevis aber da ein bisschen zu teuer reingestellt anscheinend. Keine Ahnung, wie mir da ein One reingekommen ist. Passiert, passiert, passiert. Und das restliche Equipment, was auch noch weg muss. Verkauft sie momentan relativ wenig auf Azrael. Es ist halt leerer geworden. Es ist halt einfach fuck. Vor allem gibt es ja auch gerade Sommerloch. Das merkt man, aber mit dem Serverstart von Onyx am Freitag diese Woche wird es auf jeden Fall, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, morgen wird es auf jeden Fall ganz nice. Zum Thema Onyx gehe ich auch im Video gleich noch genauer drauf ein, aber das werde ich in einem Live-Part tatsächlich machen. Weil, wie gesagt, viele Aufnahmen habe ich nicht. Hier sind gerade die einzigen Aufnahmen, die ich noch habe. Und danach werden wir ein bisschen live labern. Etwas, was ich eigentlich ja nicht so gerne mache. Aber wir schauen mal, wie ich mich darin tue. Ansonsten habe ich ja immer schön nachkommentiert. Live aufgenommen ist eigentlich nicht so meine Stärke, würde ich mal behaupten. Deshalb schauen wir dann mal. Natürlich, Azador haben wir auch weiter hier gefarmt. Das ist ja ganz klar. Das ist ja momentan der einzigste One großartig, wo ich gerade momentan farme. Macht auch immer noch weiter Spaß, außer man hängt halt mal wieder 10, 20 Minuten bei den goldenen Zahnrädern. Hier haben noch einen antiken Jade hergestellt, sehr geil auf jeden Fall. Hier haben wir ein bisschen was verkauft und mit der Bio müssen wir natürlich auch weitermachen. Da mit der 50er sind wir jetzt bald durch, noch einen Dämon andenken. Das werden wir auch gleich im Live-Part erledigen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns jetzt gleich im Live-Part wieder. Ja, und da sind wir jetzt hier im Live-Part. Willkommen, willkommen. Wir geben jetzt einmal, rennen wir mal zum Biologen und geben einmal schön unsere letzte Dämonenandenken ab. Muss ich mal ganz gut schauen. Elixier des Forschers rein. Na, natürlich. Damit das alles hier ein bisschen schneller geht. Perfekt, 41 Minuten. Na, so habe ich mir das jetzt nicht so vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Eine Lösung ist gefunden. Wir appen mal ein paar HT-Sachen und währenddessen erzähle ich euch mal ein bisschen wegen Onyx, was ich da vorhabe, weil ich habe da ja eine Umfrage gemacht, wie ihr jetzt eingeblendet seht. Die ist auch positiv herausgekommen, nämlich, dass wir auf Onyx anfangen werden und tatsächlich dort mit maximal 10 Euro im Monat starten werden, also die wir reincashen. Da werde ich mit ein paar Kollegen anfangen von mir. Es ist lange, lange her, dass ich einen DI-Serverstart mitgemacht habe. Und eigentlich habe ich ja vorher gesagt, ja, ich werde auf Onyx nicht spielen. Aber einen DI-Serverstart hatte ich schon Ewigkeiten nicht mehr. Deshalb habe ich mir gedacht, komm, wisst ihr was, ich habe Bock drauf. Ich frage einfach mal, die meisten Leute hatten auch Bock drauf. Viele waren auch dafür, dass ich wirklich komplett Free-to-Play spiele. Aber die anderen haben mir dann doch den Doppeldrop gegönnt, danke dafür. Und eigentlich ein ganz großer Teil war auch dafür, dass wir nicht dort spielen sollen und uns voll auf Azrael fokussieren sollen. Aber wie gesagt, da ich schon Ewigkeiten kein DE-Start mehr miterlebt habe, habe ich tatsächlich Bock drauf. Und deshalb werden wir dort auch dann ein bisschen durchstarten. Wir werden hier auch auf Azrael auch tatsächlich den ein oder anderen DR-Gutschein uns holen. Wird aber nicht viel sein, sodass wir das Projekt Azrael nicht wirklich damit reinziehen. Wollte ich ja eigentlich null, aber wenn ich nur einen 10er cache, das reicht für einen Doppeldrop, das reicht für ein Fischerbuch, aber für Mounts reicht es leider nicht mehr. Deshalb holen wir uns dann nochmal 100 DR hier und gönnen uns dann das auf Onyx. So, und tatsächlich, HTA haben wir 2 plus 7 bekommen, hier HTKs plus 8 und dann schauen wir mal, wir werden jetzt die HTAs erstmal noch auf 8 appen. Schauen wir mal. Oh, gefällt, schade. Dann das nächste HTA. Auch gefällt, schade. So, jetzt haben wir die Versuche für eine HTK plus 9. Und was ich auch noch erwähnt habe, erwähnt haben wollte, ich werde auf Onyx eine Gilde aufmachen. Auch Bloody Shock, wenn ihr darauf Bock habt, da mit uns durchzustarten. Kommt gerne mein DC, schreibt mir eine Nachricht. Wir suchen da noch ein paar Leute, die Bock haben, mit uns am Freitag durchzustarten.
Ich habe tatsächlich mir für Freitag Urlaub genommen, damit wir dort schön durchstarten können am Freitag. Ich werde nicht wie jeder am Freitag direkt live streamen. In dem Fall vielleicht Samstag, Sonntag mal ein paar Stündchen. Aber sonst werdet ihr die meisten Erfolge, beziehungsweise, wie nennt man das? Jeder Live-Aufnahme nicht so mein Ding. Die meisten, ich komme gleich drauf, gib mir kurz eine Atem auch die HTK 9. Dann hoffentlich klappt die mal. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte, Leute. Also, es ist der Hammer. Ne? Und fast damit ist die HTK auch gefailt. Ah, jetzt ist es mir wieder eingefallen, genau. Meinen ganzen Prozess werde ich, wie ich hochlevel etc. und mir die Sachen dort erspiele, natürlich in Videos festhalten. Und gerne könnt ihr mir auch reinschreiben, ob ich diese dann auch ein bisschen mehr live machen soll oder nachkommentiert lassen soll. Trotzdem mal gerne in die Kommentare. So, und jetzt noch mit einem neuen Versuch, die Bio mal abzugeben. Hat funktioniert. Und dann gehen wir jetzt mal in den Dämonenturm und holen uns den Seelenstein. So, Bent, der hier jetzt gerade die Autojagd am Laufen hat und versucht, den Seelenstein zu droppen, erzähle ich euch nochmal ganz genau über den Plan mit Onyx. Ich habe davor, mit insgesamt 3 Accounts zu starten. Einer wird ein normaler Verkauf-Char sein für den Anfang erstmal. Bei dem anderen, das wird mein Main, natürlich mit Buffy. Und auf der Buffy werde ich noch einen weiteren Account zum Angel erstellen, damit ich auf einer Seite angeln kann, mit dem anderen Char aber dann wiederum farmen kann. Und wir werden uns da ganz gediegen, ganz gechillt bewegen und uns aufbauen. Hab da jetzt nicht vor, wie gesagt, tausende von Euros reinzustecken. Deshalb machen wir das alles ganz gechillt. Und wie gesagt, morgen startet der Server. Ab 10 Uhr bin ich am Start und würde mich auf jeden Fall auch freuen, wenn ihr Interesse an der Gilde habt, bei mir zu joinen. Ne, kommt einfach ruhig auf mein Discord, Link in der Beschreibung. Und dort könnt ihr dann mir gerne einmal schreiben, falls ihr Interesse an der Gilde habt. So, da haben wir jetzt den Seelenstein gedroppt. Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, auch zum Biologen. So, da mal Seelenstein abgeben. Perfekt. Dann müssen wir noch zu Backgo und holen uns dort einmal unsere Mehrverteidigung ab. Dann haben wir schon mal eindeutig ein bisschen mehr Dev. Und Dev ist immer sehr gut zu haben. Da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Und das gönnen wir uns jetzt. Hier haben wir den Backgo. Zack, 60 Punkte. Ebenholzkasten, eine Zembode. Nehmen wir mit. Und schon haben wir mehr Dev. Und jetzt können wir auch dann ganz gediegen mit der Eiskugel-Bio anfangen. So, und da müssen wir natürlich noch ein, zwei DR-Gutscheine uns gönnen für Onyx. Muss ja natürlich auch noch sein. Ah, sogar vom lieben typischen Andy. Dann kaufen wir ihn doch mal ein paar hier ab. Sagen wir nicht nein zu. Und zack. Und dann nehmen wir nochmal einen mit. So haben wir nochmal 200 eher hier am Start. Für Onyx. Und ja, einen 10er cache ich so. Und damit sind wir auf jeden Fall gut ausgestattet. Gehen wir das mal auf den Main wieder rüber. Und damit würde ich auch sagen, werde ich das Video erstmal beenden. Wie gesagt, falls ihr Interesse an der Gilde habt auf Onyx, gerne Discord joinen, Link in der Beschreibung. Und ansonsten an alle, die morgen dann Onyx starten. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Glück, vor allem an die ganz großen Grinder. Viel Erfolg euch, so schnell wie möglich hochzukommen. Und ich wünsche euch alle gute DSS-Drops bei den Waffen. Am besten für jeden 60 DSS-12 Stärke, ne? Oder 12 Wind, je nachdem. Damit würde ich mal sagen, ich wünsche euch was, habt noch einen angenehmen Tag und wir sehen uns morgen. Haut raus, euer SlowDMG.